Beim Tauchen nach einem verborgenen Schatz rettete ich einem beinahe ertrinkenden Mann das Leben. Nachdem ich ihn aus dem Wasser gezogen hatte, sah er mich an und sagte, »Hey, ich schulde dir was. Wenn du jemals etwas brauchst, Geld, Autos, lass es mich bitte wissen.« Mehr im Spaß, sagte ich. »Oh, ich wüsste da was.« Nun, wie sich herausstellte, meinte er es sehr ernst. Aber zurück zum Thema. Sorry, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du und dein Team auf die andere Seite der Landebahn wechseln müsst, um sie von dort aus fertigzustellen. Schließlich wollen wir keine Sicherheitslücken entstehen lassen, wenn hier bald Flugzeuge starten. Ich bin zum Fliegen nicht geboren, wie meine Eltern es waren. Allein bei dem Gedanken ans Fliegen dreht sich mir der Magen um.
Nun sieh sich das einer an. Es ist fantastisch, wie sauber ihr hier gearbeitet habt. Meine Eltern haben damals alles versucht, um zumindest eine kleine Schotterlandebahn zu errichten. Aber wir konnten uns die Materialien für eine so große, befestigte Landebahn einfach nicht leisten. Mann, ich kann die rumpelnden Starts und Landungen jetzt noch spüren. Trotzdem glaube ich, dass sie sich freuen würden, wenn sie sehen, dass sich die Dinge hier so gut entwickeln. Wir sehen uns später.